Ik ben Frank Jansen. Ik ben immobiliemakelaar in de Eifel. Ik heb mijn hoofdzit in Gerolstein. En ik vermittel woonimmobiliën met een bouwfactor. Wie heb ik Boersbach Consulting kennengelernt? Dat weet ik nog ganz goed. Ik was op de zoek. Ik was schon een paar jaar onderweg als makelaar, maar niet tevreden met mijn Ergebnisse. Ich hatte einfach Objekte, die nicht zügig verkauft wurden, die zu hoch angesetzt waren und es lief nicht so, wie ich das wollte. Und ich war auf der Suche und ich bin auch mal nach einem anderen Seminar gegangen, Unternehmerseminar, aber es hat mir gar nicht gefallen. Und auf die Rückreise, ich weiß das noch, ich saß im Zug und ich war von München unterwegs zurück in der Eifel. Das war eine Fahrt von 7 Stunden. Und ich war auf der Suche und auf einmal hatte ich die Gedanken, vielleicht gibt es da einen anderen Unternehmercoach. Und dann hatte ich noch einen schlaueren Gedanke, vielleicht gibt es ja auch einen Coach für Immobilienmakler. Und ja, dann braucht man nicht lange zu suchen und dann war der Heinz da. Und ja, ich war am Anfang noch ein bisschen skeptisch, aber ich habe dann Kontakt aufgenommen. Meine größte Engpass war, dass ich Objekte hatte, ich weiß nicht, ein Objekt ganz gut, was ich einfach viel zu hoch angesetzt habe. Ich habe Marktwertermittlungen gemacht, eigentlich so wie viele andere Makler das machen, ein bisschen so mit Bauchgefühl, Fingerspitzengefühl, aber da täuscht man sich doch häufig. So, die Objekte liefen nicht und natürlich, was war ein anderer Engpass? Zeit. Ich hatte auch vor einem Jahr schon vor anderthalb Jahr her hatte ich schon fast alleine damals auch 20 Objekte in die Vermarktung. Das kriegt man alleine nicht gepackt. Und ich hatte jemanden, der hat mich unterstützt und dann auf Provisionsbasis, um mich zu entlasten. So, das hat mir eigentlich recht viel Provision gekostet und immer war ich noch nicht zufrieden, weil es lief noch nicht so wie ich es haben wollte. War ich skeptisch? Ja. Ich habe auch in meine vergangenen Jahre auch so einiges gemacht an Seminaren und Coaching, auch im Immobilienbereich, aber nicht als Makler. Ja, ich war skeptisch, weil jemand kann sagen, dass er ganz toll ist, aber ich bin ein ganz kritischer Mensch. Und aber Heinz hat sehr schnell das Vertrauen gewonnen. Ich weiß auch noch den Call damals mit Dennis. Am Anfang hat er ganz kurz Elo-Page gezeigt mit all diese Videos, aber ich hatte nicht wirklich reingucken können. Das war nur mal so ein kurzer Überblick. Habe ich den Sack gelassen, habe ich einen zweiten Call gemacht mit Dennis und dann hat er mich das ein bisschen ausführlicher gezeigt, wie das ganze Coaching aufgebaut ist. Und dann war ich eigentlich sofort begeistert von den hunderten Videos und Dokumentationen und Checklisten und Vorlagen. Dann war ich sofort verkauft. Und was mich überzeugt hat, war die professionelle Weise, wie Dennis mich geclosed hat. Dennis hat mich professionell geclosed und das hat mich auch schon überzeugt, dass Boersbach Consulting eine professionelle Firma ist. Meine Schlüsselerlebnisse, so meine wichtigsten Kenntnisse, die Strategie, die wir haben. Wir wollen ja ein Ziel erreichen für den Verkäufer. Und das Ziel für den Verkäufer ist, dass er seine Immobilie zum bestmöglichen Preis verkauft und das in einer übersehbaren Zeitspanne. Wie lange hat es bis zum ersten Erfolg gedauert? Nicht lange. Ich hatte damals noch einen Altbestand von ca. 10 Immobilien oder 10, 15 Immobilien. Es hat ein paar Monate gedauert, um meinen Altbestand loszuwerden und parallel auf das Coaching zu gehen. Aber damals war Anfang Corona-Zeit und ich habe mir einfach das Ziel gesetzt, durch die Videos zu gehen. Hat mir auch viel Mühe gekostet, aber ich habe das mit viel Spaß gemacht. Es hat 2, 3, 4 Monate gedauert, um meinen Altbestand nach und nach loszuwerden. Und dann seitdem, so fast seit 9 Monaten oder so, ist bei mir, sieht die Welt komplett anders aus. Ich habe nur eigentlich attraktive Objekte, die auch 95% innerhalb 6, maximal 8 Wochen verkauft sind.
Was war mein größter Erfolg im Coaching? Einen weiß ich noch ganz genau. Mein erster großer Erfolg war voriges Jahr eine Immobilie in Heimbach, Stadt Heimbach. Da habe ich den Verkäufer kennengelernt. Da habe ich das erste Mal die Immo-Expert-Vorgehensweise durchgeführt, von A bis Z. Ich habe eine professionelle Marktwertermittlung gemacht, mich mit dem Verkäufer zusammengesetzt. Wir haben einen Angebotspreis vereinbart, was etwas über seinem Preisvorstellung lag und noch etwas unter dem Marktwert. Die Nachfrage bei diesem Haus war am Anfang sehr stark. Ich habe innerhalb 12 Tage Zeit 143 Anfragen bekommen. Und ich habe alleine mit meiner Frau als Assistent 50 Besichtigungen an einem Wochenende durchgeführt. Von Freitag 12 bis Sonntagabend 19 Uhr. Ich war auch erschöpft, das sage ich ehrlich. Und von diesen 50 Leuten haben 17 ein Angebot gemacht. Und das Ergebnis war, dass ich das Haus 40% über dem Angebotspreis verkauft habe. Und das Haus wurde, die Kaufvertrag wurde in 6 Wochen beurkundet. Das war ein riesengroßer Erfolg. Und ich werde auch den Verkäufer und die Käufer niemals vergessen. Das ganze Wochenende habe ich noch immer im Kopf. Wie ist meine Umsatzentwicklung? Vor dem Coaching hatte ich einen Jahresumsatz von 95 und das letzte Jahr ist mein Jahresumsatz verdreifacht. Was ist mein persönliches Highlight? Ja, ich habe jeden Tag, wenn ich jetzt Einkaufstermine habe mit Verkäufer, ich bin eigentlich so begeistert. Ich lebe in meiner Immo-Expert-Welt und ich habe so viele Beispiele, die ich den Verkäufer erzählen kann. Jede Woche habe ich neue Erkenntnisse. Ich bin jetzt auf das Thema Sammel-Online-Besichtigungen, weil die Nachfrage so enorm hoch ist. Natürlich auch Corona-bedingt, einfach angebotene Nachfrage bedingt. Aber ich lerne jede Woche dazu und ich finde in Heinz einen idealen Sparringpartner, wo man sich auseinandersetzen kann und immer analysiert und evaluiert. Und ich entwickle mich ständig weiter. Und jede Woche ist eigentlich für mich eine neue Woche voll mit Abenteuer und tollen Erlebnissen. Wie habe ich mich als Unternehmer verändert? Wenn ich Heinz kennenlernte, war ich eigentlich ein Selbstständiger mit einer Person, die mich unterstützt hat auf Provisionsbasis. Da war ich auch nicht zufrieden, weil die hat nur für die Person war damals nur die Provision wichtig. Die hat sich nicht gekümmert um die Tätigkeit. Die hatte kein Herz für diese Arbeit. Seit September, so jetzt seit 4, 5, 6 Monaten, fast ein halbes Jahr mittlerweile, habe ich eine Mitarbeiterin. Ich habe sogar diese Woche einen zweiten Mitarbeiter eingestellt und nächsten Monat kommt der dritte. So, ich kann wirklich sagen, ich habe mich geändert, mein Mindset hat sich geändert. Seit das Einstellen von meiner ersten Mitarbeiterin denke ich jetzt als Unternehmer. Warum? Man hat natürlich auch mehr feste Kosten. Ich habe ein Gehalt, was gezahlt werden muss und man fängt anders an zu denken. Man wird ergebnisorientierter, umsatzorientierter, ohne die Interesse der Käufer und Verkäufer aus dem Auge zu verlieren. Und seit Anfang dieser Woche habe ich auch einen Vollzeit-Marketing-Mitarbeiter. So, ich kann wirklich jede Gedanke, die ich habe, delegieren, systematisieren. Ich kann mich ständig weiterentwickeln. Und ja, meine einzigste Engpass ist meine Mindset, die sich ja auch natürlich ständig weiterentwickelt. Was hat sich in meinem Leben verändert? Dass ich einfach die besten Jahre erlebe. Ich bin jetzt 53 und ich bin einfach super happy. Und ich bin sehr stolz auf meine Ergebnisse. Ich habe gestern Abend bis 20 Uhr im Büro gearbeitet. Wir haben ein neues Exposé publiziert. Und ich bin einfach sehr stolz auf meine Arbeit. Ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiter, die auch voll Gas geben. Ich habe auch gelernt, die Richtigen zu selektieren. Und die sind super happy. Das liegt mir auch, ist für mich auch sehr wichtig, dass meine Mitarbeiter happy sind. Ich bin happy.
Und ja, ich habe keine Probleme mehr. Heinz ist für mich Weltspitze. Ich habe in Amerika auch Seminars gemacht, auch von ganz, ganz großen Leuten. Ich habe da auch große Summen investiert in Weiterbildung und Coaching. Der Heinz liefert Qualität auf dem allerhöchsten Niveau, aber auch mit persönlicher Leidenschaft. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ich habe schon Coaching gesehen oder Seminare auf extrem hohes Niveau, aber da war mal immer nur eine Nummer, eine von vielen. Und hier bist du nicht nur eine Zahl, hier bist du wirklich ein Kunde, ein fast eigener Freund von Heinz, der wirklich da, sich kümmert, um seine Coaches weiterzubilden und zu unterstützen, damit, weil mein Erfolg ist Heinz sein Erfolg und so wird das auch gelebt. Als Kunde bei Bosbach fühle ich mich ganz gut aufgehoben. Ich weiß, wenn ich mal einen Gedanke oder eine Frage oder ein Problem habe, Heinz ist immer für mich erreichbar. Ja, und auf jede Frage gibt es eine Antwort. Auf jede Situation, die man erlebt als Makler. Und das ist immer sehr abwechslungsreich. Weil wir haben ja mit realen Leuten zu tun, mit einem reales Geschäft. Und natürlich auch nicht so sehr mal ein kleines Produkt, was wir verkaufen, ist ja eine Immobilie und für viele Kunden eine ganz große Entscheidung. So, man erlebt alles Mögliche in dieses Geschäft. Und wenn ich dann mal einen Engpass habe oder einen Gedanke oder eine Blockade, Heinz ist für mich immer da und ich fühle mich gut aufgehoben. Das Team von Bosbach Consulting bin ich auch sehr zufrieden mit. Im Anfang hatte ich auch viel Kontakte mit der Support. Ja? Und ich habe es gerade auch noch gesagt gegen der Sebastian vom Support. Der hat immer auf alle Fragen auch eine Antwort. Auch Thema Immobilienbewertung oder fachliche Fragen. Da ist ein riesengroßes Fachkenntnis hier im Hause. Ja? So, dass, von A bis Z. Wird hier jede Frage beantwortet, damit ich Masse und Realität habe und dann meinen nächsten Schritt machen kann. Meine Empfehlung, wenn du in dich selber glaubst, und ich habe immer in mich selber geglaubt, Heinz war nur für mich den Accelerator. Was ich in meinen Gedanken vorhatte, was mich vielleicht 10, 20 Jahre gekostet hätte, das hat Heinz beschleunigt. In vielleicht einem Jahr, und ich weiß nicht, ob es mich alleine in 20 Jahren gelungen wäre. So, wenn du in dich selber glaubst, wenn du nicht zufrieden bist über deine Ergebnisse und du denkst, ich bin im Hamsterrad, dann gibt es nur eine Lösung. Dann musst du Heinz kontaktieren. Das ist natürlich alles immer unverbindlich, aber schau mal über deinen Horizont, schau mal über dein Büro hinaus. Bist du zufrieden? Wenn nicht, dann musst du dich orientieren, ob es anders kann.